Einer der Kritikpunkte im Rechnungshofbericht betrifft die Schwechater Bildungseinrichtung Academia Nova. Wir bringen eine Stellungnahme des Geschäftsführers Helmut Pauker. Herr Diplom-Ingenieur Pauker, wie geht es der Academia Nova? Die Academia Nova wurde Ende Oktober 2007 gegründet. Das heißt, also wir haben jetzt doch schon einige Jahre Erfahrungen auf dem Buckel. Es gibt da sehr viele Entwicklungen in diesem Bereich. Thema Abendhotel, Thema Berufsakademie. Was war das ursprüngliche Ziel der Academia Nova? Das ursprüngliche Ziel der Academia Nova war es, am Standort Schwechathier schulische wie hochschulische, also hohe Ausbildung anzubieten, und zwar im Bereich der Technik verknüpft mit Wirtschaft. Das ist das ursprüngliche Ziel gewesen, resultierend aus dem früheren eSchwechat.at-Programm. All das fußt ja auch auf dem Site, das wir ursprünglich vor ein paar Tagen interviewt haben, und der Idee einer Fachhochschule. Wie wird die Academia Nova jetzt geführt? Wie sind die Studienlehrgänge? Genau, also wie gesagt, das Ganze kommt aus dem ZEIT, Central European Institute of Technology, heraus. Das Thema der Abendhotel wurde sogar da drinnen gegründet. Es beruht auf den früheren Ideen der Stadt Schwechat, Anfang der 2000er Jahre eine Fachhochschule zu gründen. Und im Jahr 2007, wie gesagt, wurde dieser Teil der Abendhotel aus dem ZEIT herausgenommen in ein neues Unternehmen, in die Academia Nova, die dafür extra gegründet wurde, ja, auch gemäß den Wünschen der Stadtgemeinde Schwechat, um hier eben hohe Bildung zu machen. Ja, und das Ziel ist gewesen, eben sich zu konzentrieren auf Studiengänge im Bereich der Technik, beginnend mit der Wirtschaftsinformatik, später dann fortgesetzt, Sie können das auch hier sehen, später fortgesetzt mit Wirtschaftsingenieurwesen im Bereich Prozessmanagement, das ist Maschinenbau, Betriebstechnik, sowie Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik, und last but not least einen eigenen dualen Bachelorstudiengang im Bereich der Betriebswirtschaftslehre, fokussierend auf Industrie und Handel. Wem gehört diese Bildungseinrichtung? Die Academia Nova gehört der Innovation Consultancy GmbH, die wiederum gehört mir. Also durchgerechnet gehört die Academia Nova mir. Jetzt haben wir eine interessante Konstellation. Sie sind der Eigentümer, die Stadt Schwechat zahlt aber die Betriebskosten, hat dafür auch einen eigenen Vertrag abgeschlossen. Was Besseres kann einem Eigentümer nicht passieren? Ich sage mal im Prinzip nicht unrichtig, was Sie jetzt sagen. Es ist darum gegangen, dass wir im Jahr 2007 und zwar sehr, sehr dringend, ein Vehikel brauchten, um die Abendhotel wie auch diese künftig zu startenden dualen Bachelorstudiengänge zu betreiben. Dazu musste ein Vehikel geschaffen werden, weil es im ZEIT nicht mehr gewollt war, dies zu tun. Das ist der Hintergrund. Es ist dann die Fragestellung gewesen, betreibt dieses Vehikel oder gehört dieses Vehikel oder gründet dieses Vehikel die Stadtgemeinde Schwechat oder jemand anderer? Ich sage mal, aufgrund der Erfahrungen, die ich im Rahmen des ZEITs, bei der Gründung des ZEITs gemacht habe mit der Stadtgemeinde Schwechat, habe ich damals ganz klar gesagt, dass ich das sehr gerne für die Stadtgemeinde gründe, aber nicht mit dem Eigentümer Stadtgemeinde, sondern es muss privatwirtschaftlich sein. Nachdem das Ganze natürlich im Interesse der Stadtgemeinde Schwechat war und Sie können eine Abendhotel wie auch, ich sage mal zumindest zu Beginn, eine Hochschule nicht kostendeckend betreiben, ist es natürlich notwendig gewesen, dass das jemand finanziert. Nachdem es im Interesse der Stadtgemeinde Schwechat war, wie gesagt, in diesem Sinne die Stadtgemeinde Schwechat. Insofern wurden Verträge abgeschlossen, dass die Stadtgemeinde Schwechat das Ganze oder die Kosten deckt, die ganz einfach notwendig sind, um dieses Projekt zu fahren. Und wie Wer gesagt, eine Hochschule ist nicht kostendeckend. Die Kosten sind, im Bereich der Abendhotel sehr leicht zu berechnen gewesen. Da gab es ausreichend österreichische Informationen und Grundlagen, Wissen dazu. Diese Kosten wurden noch nie überschritten, muss ich dazu sagen, ja, sondern sogar im Gegenteil, leicht unterschritten. Im Bereich der dualen Bachelorstudiengänge gab es leider keine Erfahrungen in Österreich. Das heißt, wir mussten damals auf deutsche Erfahrungen zurückgreifen. Wir betreiben dieses Modell ja mit einem deutschen Partner. Das heißt, wir haben uns verlassen auf den deutschen Partner, auf dessen Zahlen, haben diese Zahlen dann auch natürlich aufgrund der kaufmännischen Vorsicht noch abgeschwächt und konservativ betrachtet. Aber dennoch, im Nachhinein muss ich sagen, dass wir sie sicherlich anders geschätzt haben als heute. Hintergrund ist der, duale Bachelorstudiengänge ist in Österreich ein völlig neues Modell, wie gesagt, und das müssen sie erst einmal den Markt einführen. Und das dauert seine Zeit, das wissen wir auch heute. Wie sieht es mit Partnerfirmen, wie sieht es mit Interessenten aus?
Ich muss sagen, dass wir da eigentlich eine sehr gute Entwicklung mittlerweile nehmen. Ja, das Ganze, wie ich vorher schon gesagt habe, dauert seine Zeit, aber wir merken jetzt also wirklich einen sehr positiven Trend diesbezüglich. Wir arbeiten heute mit sehr interessanten Unternehmungen zusammen. Ja, wir haben bei einer EVN zwei Jahrgänge, also Studierende, Studienjahrgänge im Bereich der Wirtschaftsinformatik, das gleiche bei einer Unica-Versicherung. Wir suchen einen dritten Jahrgang für eine Firma Ströck, wir suchen einen dritten Jahrgang für eine Firma Hornbach. Wir sind gerade dabei, mit Hornbach einen Deal abzuschließen für das nächste Wintersemester. Da geht es um immerhin 8 Studenten im Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Weiters sind wir in Verhandlungen mit einer großen österreichischen Supermarktkette, die einen deutschen Eigentümer hat. Da geht es um bis zu 6 Studenten im Bereich der Betriebswirtschaftslehre und so weiter. Ja, also durchaus renommierte Unternehmungen, mit denen wir heute zusammenarbeiten, und zwar Firmen, die sowohl national wie international aufgestellt sind, rein von der Größenordnung her kleine Unternehmungen sind, bis hin zu wirklich multinationalen Playern, also Großunternehmungen darstellen und aus allen unterschiedlichsten Branchen der Wirtschaft, weil natürlich gerade ein BWL-Student oder ein Wirtschaftsinformatiker überall einsetzbar ist. Jetzt haben Sie offensichtlich großes Interesse seitens Großfirmen, aber es gibt sehr geringe Abgänger. Wo ist hier die Differenz zwischen Abgängern und den Studierenden der jeweiligen Jahrgänge? Die Frage ist insofern einfach zu beantworten. Wenn Sie ein System neu starten, dann beginnt es ganz klein. Wir haben gestartet mit einem Studiengang, mit 7, und zwar Wirtschaftsinformatik damals, mit 7 Beginnern. Von diesen 7 beginnenden Studenten sind insgesamt 3 schlussendlich fertig geworden. Im nächsten Jahr haben wir gestartet mit 11 Leuten im Bereich der Wirtschaftsinformatik. Davon sind ebenso 3 damals fertig geworden. Ja, das Jahr darauf sind es dann wieder Leute dazugekommen. Das heißt also, jedes Jahr haben mehr Studenten begonnen und sind auch schlussendlich dann natürlich mehr fertig geworden. Wir haben ungefähr jetzt in den 2 noch laufenden Studiengängen 30 bis 35 Leute drinnen, wobei die jetzt bereits im Ende des 3. bzw. Ende des 5. Semesters sind, und in dieser Zeit oder in diesem Zeitraum ist davon auszugehen, dass die auch ungefähr fertig werden, diese 30, 35 Leute. Das heißt, es gibt auf der einen Seite einen fachlichen Dropout, ja, also der Dropout von 7 auf 3 zum Beispiel oder von 11 auf 3 ist aus fachlichen Gründen erklärbar, also eine Hochschule. In der Regel, sage ich mal, 50% Dropout an einer Hochschule ist etwas Normales. Aber es gibt auch einen quasi, soll ich ausdrücken, einen inoffiziellen Dropout, nämlich es gab immer wieder Studierende, die nicht gleich zu Studienbeginn ein Partnerunternehmen, das für die duale Ausbildung ja vorgesehen ist, aufweisen konnten. Wir wussten aber, dass es Firmen gibt, die Leute suchen, aber nur sie können nicht so schnell die Entscheidungen treffen, um diese Studenten sofort zu beschäftigen. Das heißt, es ist öfters der Fall vorgetreten, dass am 1. September Studienbeginn, ja, die Studenten dagestanden sind ohne Partnerunternehmen, dass dieses Partnerunternehmen für Dezember oder Jänner darauf folgend Studenten nehmen wollte, dass die Studenten allerdings dann nicht mehr so richtig daran geglaubt haben und vorzeitig ausgestiegen sind. Und dadurch erklärt sich der Dropout, dieser inoffizielle Dropout, sage ich mal. Also etwas aus Ihrer Sicht Normales? Ich sage mal, der Dropout, der fachliche Dropout ist etwas Normales, der inoffizielle Dropout ist für uns nicht ein anstrebenswerter. Es ist insofern leider etwas Normales gewesen, weil die Firmen sich in Österreich viel zu spät für diese Studienrichtungen immer entscheiden, weil es halt ein neues Modell ist, das man noch nicht so kennt. Insofern nicht normal, aber leider ja, Tatsache, ja, State of the Art. In Deutschland, wo das System ja herkommt und seit 40 Jahren gefahren wird, treffen die Firmen ihre Entscheidungen, wie viele Studenten sie in welcher Studienrichtung wollen, im Herbst. Ebenso im Herbst bewerben sich die Studenten. Und von Jänner bis März erfolgt dann das Matching zwischen Studenten und Firmen. Dann ist die Sache abgeschlossen. In Österreich entscheiden sich die Firmen relativ spät und auch mittlerweile die Studenten sehr, sehr spät. Ja. Die großen Studieninformationsmessen sind in Bratislava Anfang Oktober, in Berlin Ende Oktober, in Klagenfurt Anfang Dezember. In Budapest sind sie Mitte Jänner und in Wien sind sie Mitte März. Die Studenten entscheiden sich dann erst, sage ich, 1 Monat, 2 Monate nach der Berufs- und Studieninformationsmesse, die Ende März ist, und dann in ein duales Studienmodell hineinzugehen, wo ich erst meine Firma finden muss, das wird dann zeitlos ein Problem.
Wenn wir uns die Unterlagen anschauen, pro Jahr 400.000 Euro wurden Ihnen als Zuschüsse gewährt, pro Semester 200.000. Sie haben wesentlich mehr erhalten. Nachdem Sie viele Interessenten aus der Wirtschaft haben, warum haben Sie einen höheren Zuschuss benötigt? Genau. Also wie gesagt, da auf der einen Seite müssen wir sehen, die Kosten, die wir für die HTL haben, ja, die sind in diesen 400.000, zitierten 400.000 Euro nicht enthalten und es gibt natürlich dafür auch einen Overhead. Auf der anderen Seite haben wir im Bereich der dualen Bachelorstudiengänge natürlich auch Kosten für die Dozenten, die höher liegen als in der HTL, einiges höher liegen und natürlich auch dort den Overhead. Das sind einmal die zwei Punkte. Wir reden in Summe von ungefähr 1 Million Euro. Ja. Ich sage einmal, durch Gemeinderatsbeschluss, soweit ich das verstanden habe, ist gedeckt 400.000 plus 200.000, also haben wir eine Differenz von ungefähr 400.000 Euro, würde ich mal sehen. Das sind ganz einfach die tatsächlichen Kosten. Diese Kosten werden in den letzten Jahren oder der verbleibende Finanzierungsbedarf wird in den letzten Jahren immer weniger, ganz einfach deswegen, weil wir heute mehr Partnerfirmen haben, als es ursprünglich vor 5 Jahren auch zum Beispiel der Fall gewesen ist. Aber die Problematik, die Sie jetzt, sage ich mal, ansprechen, resultiert daraus, dass mit der Akademie Nova ein Fördervertrag für die dualen Bachelorstudiengänge abgeschlossen wurde, der ungedeckelt ist. Auf der anderen Seite wurde allerdings ein Gemeinderatsbeschluss gefasst, der gedeckelt ist, mit den von Ihnen gesagten 400.000 Euro. Vielleicht können wir für die Zuschauer erklären, was ist ungedeckelt, was ist gedeckelt. Also der Gemeinderatsbeschluss sieht vor, dass maximal 400.000 Euro zusätzlich an Bedarfszuwendungen, sage ich, Richtung Akademie Nova für die dualen Bachelorstudiengänge seitens der Stadtgemeinde Schwechat eingeschossen werden. Der Fördervertrag sieht diese Obergrenze nicht vor, er ist unbegrenzt. Ja? Wir wissen selber erst seit dem letzten Jahr, dass es hier eine Diskrepanz zwischen dem abgeschlossenen Vertrag gibt, auf der einen Seite, und dem Gemeinderatsbeschluss auf der anderen Seite. Ja, und der Grund ist dort zu suchen, sage ich mal, im Rathaus der Stadtgemeinde Schwechat, ja, dass man offensichtlich einen Vertrag mit uns abgeschlossen hat, der nicht durch einen Gemeinderatsbeschluss gedeckt ist, wofür wir allerdings natürlich nichts können und wir wissen es erst seit letztem Jahr, dass dem so ist. Wenn wir uns die Förderungen anschauen, stimmt das, was Sie sagen, in etwa immer 400.000 Euro. Warum waren es aber 2012 800.000 Euro? Wie gesagt, Sie müssen immer sehen, das Projekt HTL und duale Bachelorstudiengänge gemeinsam. Also wir reden immer ungefähr von 1 Million in Summe. Ja? Und davon sind eben 200.000 im Bereich der HTL, 400.000 im Bereich der dualen Bachelorstudiengänge gedeckt. Aber es geht immer circa, oder es ist gegangen in den letzten 2 Jahren, immer um diese Summe von ungefähr 1 Million Euro. Und der Teil, der eben zulasten der dualen Bachelorstudiengänge geht, ist, wie wir eben wissen und wie gerade vorhin gesagt, eben nicht gedeckt durch einen Gemeinderatsbeschluss. Jetzt wird empfohlen, dass man überlegt, dass Sie das auch zurückzahlen teilweise. Könnten Sie sich das vorstellen? Das wäre unmöglich. Ja. Dadurch kann ich auch ganz leicht begründen, warum das nicht sein könnte. Erstens einmal, wir haben ja Verträge mit der Stadtgemeinde Schwechat abgeschlossen, wo die Stadtgemeinde Schwechat sich bereit erklärt, alle anfallenden oder nicht gedeckten Kosten aus dem Studienbetrieb heraus zu resultieren. Es gibt sogar eine Gebarensprüfung, wo wir überprüft werden natürlich diesbezüglich. Wird auch nicht große Unregelmäßigkeiten oder so daraus feststellbar sein. Die Schwierigkeit ist folgende, dass wir aufgrund des Vertrages mit der Stadtgemeinde Schwechat ja nie, also auch nicht theoretisch, es wäre sowieso praktisch nicht möglich gewesen, aber auch theoretisch, nie Rücklagen oder so hätten bilden können. Wir hätten keine Gewinne machen dürfen, sondern das, was reingeht, geht sofort wieder raus für den Studienbetrieb. Und das, was fehlt, die Differenz, zahlt die Stadtgemeinde Schwechat. Das heißt, es wäre nie möglich gewesen, dass wir Geld oder so zusätzlich oder auf die Seite legen, dass wir verdienen. Ja? Das wäre nicht möglich gewesen. Das heißt, also insofern konnten auch keine Rücklagen also aufgebaut werden dazu. Also das wäre nicht gar nicht möglich von dem her. Jetzt wurden die Verträge mit August 2014 gekündigt. Wie wird es weitergehen mit Ihrer Bildungseinrichtung? Genau. Die Verträge, wie gesagt, laufen aus am 31.08.2014, sowohl im Bereich der dualen Bachelorstudiengänge als auch im Bereich der Abend-HTL. Die Abend-HTL ist eine Privatschule der Stadtgemeinde Schwechat. Das heißt, wir betreiben seit 3 Jahren ohne dieses bereits ein Phasing-Out. Das heißt, also wir fahren die Abend-HTL den Betrieb hinunter.
Und mit Ende Juni wird der letzte Jahrgang maturieren und dann ist das Thema Abendhotel beendet, ganz einfach, ja, aus. Im Bereich der dualen Bachelorstudiengänge wollen wir das nicht so tun, weil es eben Interesse von Unternehmungen gibt, auch im nächsten Jahr einen Jahrgang zu starten. Ich habe zuvor auf Hornbach und Co. Verwiesen. Das heißt, wir müssen versuchen, und das wird im ersten Jahr allerdings nicht möglich sein, sage ich mal, vielleicht auch noch nicht im zweiten, wir müssen versuchen, in Form eines wahrscheinlich kleineren Betriebes, als das heute ist, rein privatwirtschaftlich diese Studiengänge zu decken. Ja, es ist möglich, das System ist durchaus darauf ausgelegt, aber es ist natürlich nicht einfach. Das heißt, was planen wir? Wir wollen künftig die dualen Bachelorstudiengänge weiterfahren. Im Moment schaut die Betriebswirtschaftslehre am interessantesten aus. Das Thema Wirtschaftsinformatik an zweiter Stelle gereiht. Wirtschaftsingenieurwesen werden wir noch sehen. Rein finanziert aus den Studiengebühren, die die Partnerunternehmungen zahlen. Das ist die eine Seite. Aber dazu werden, sage ich mal, gewisse Hausaufgaben noch notwendig sein von unserer Seite her. Und diese Hausaufgaben umfassen, dass wir auf der einen Seite auf der Suche sind nach einem Partner, um künftig Masterstudiengänge anbieten zu können. Unser System geht heute nur bis zum Bachelor und aufgrund dieser Tatsache, sage ich, haben wir einen Nachteil gegenüber den bestehenden Mitbewerbern in Österreich, den Fachhochschulen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite können wir wahrscheinlich einen gewissen Teil von sehr guten Studenten, und nur die bringen wir bei den Firmen unter, gar nicht zu uns bekommen, weil diese sich keinen Hochschulwechsel zwischen Bachelor und Master antun wollen. Das heißt, wir müssen künftig Masterstudiengänge anbieten können. Das ist der erste Part. Und der zweite Part, und ich sage mal, das ist sehr massiv auch von unseren Partnerfirmen gekommen, das ist der Rat der Unternehmungen, dass wir den Standort wechseln sollen, weil eben Schwechat nicht wirklich einen Hochschulstandort-Image hat, was natürlich schon richtig ist. Aber Sie dieses Image nicht aufbauen sollen? Das ist durchaus ein Thema gewesen, dass man versucht, der Schwächert in diese Richtung hinaufzubauen, und zwar im Rahmen des gesamten eschwächert.at-Programms. Nur da sind sehr viele Faktoren drinnen gewesen, die ineinander hätten spielen sollen. Auf der einen Seite eine Hochschule, auf der anderen Seite ein Seed-Financing-Gesellschaft, weiters ein Technologiezentrum, eine Forschungseinrichtung und so weiter. Ja. All diese Dinge hätten ineinander einstimmen sollen. Zusammenspielen sollen. Dadurch, dass die Stadt Schwechat, sage ich mal, nicht wirklich nachhaltig vorgegangen ist in all diesen genannten Projekten, ist es sicherlich nicht möglich gewesen, so etwas wirklich aufzubauen. Und aus diesem Grund, wie gesagt, haben uns unsere Partnerfirmen geraten, den Standort zu verlagern Richtung Wien oder nach Wien direkt. Ja. Und das ist eine unserer Herausforderungen für das nächste Studienjahr. Also wenn das Ganze wirklich laufen soll und funktionieren soll, dann werden wir diesem Ruf der Wirtschaft auch Folge leisten und den Standort nach Wien verlagern. Jetzt bleibt über all diese Jahre für Schwechat nur der Aspekt außer Spesen nichts gewesen, nur investiert, oder wie betrachten Sie die Jahre? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde mal sagen, die Stadt Schwechat hat zumindest in der früheren politischen Führungsrolle nicht gerade nachhaltig, sondern wirklich problematisch agiert und auch nicht verantwortungsbewusst agiert. Ich würde mal so sagen, dass wirklich nicht sehr viel überbleibt. Also von den gesamten Dingen, die konzipiert wurden früher, hoffe ich, dass das Central European Institute of Technology, überbleibt hier in Schwechat, aber ansonsten von den weiteren Dingen wird wahrscheinlich nichts bleiben. Das heißt, man hat also fokussierend auf die Akademie Nova den Startup finanziert, aber nachhaltig damit nichts geschaffen.